Willkommen in der Welt der Nikotinkaugummis und der Haftcreme. Ich darf doch, oder? Ich weiß nicht, darf ich dann auch? Klar. Hier sind wir wieder und wollen eine 4D-Brille und Feta-Käse herstellen. Für beides habe ich eine grobe Idee, aber keinen guten Plan. Wie es denn so oft läuft. Jetzt kaut der Kaugummi und was bringt uns das? Mir geht das so pitupi. Mit Chronicles sitzt man doch nicht so rum. Du klingst schon genauso verbohrt wie dein Vater. Na und? Er hat mit seinem Verhalten die Welt nicht an den Rand der Zerstörung gebracht. Er kann sie mit seinem Verhalten aber auch nicht retten. Gute Argumente, Rufus. Gute Argumente. Schwarzes Brett, Schalter. So, diese Ziege hüpft dann einfach hin und her. Kann ich denn diese Flagge da oben sehen? Von dem Uniturm hier aus? Nein. Läuft. Zwar nur bergab, aber läuft. Das würde bestenfalls alles verstopfen. Ist das nicht der Plan? Weg mit dem Zeugs! Wie? Was? Und den Eimer hat er auch gleich mit weggekippt, oder was? Wo ist denn das jetzt hingelaufen? Die Regenrinne runter. Ach, ich sehe mal an, da ist er sehr rutschig jetzt. Als ob die Ziege das schafft, da drüber zu hüpfen. Das könnte sich als schwierig erweisen. Oh, tu es nicht! Hey, Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack! Das ist kein Trainingssack, sondern eine Ziege! Ha! Guter Versuch! Ich mag blind sein. Dafür funktionieren meine anderen Sinne umso besser. Ich kann den Raum hören, Gegenstände schmecken und ich rieche an deinem Gesichtsausdruck, dass du mich hinters Licht führen willst. Genau! Das war mein Gesichtsausdruck, nicht etwa das Chili von gestern. Man sollte diese Barbaren beim Ziegenschutzverbund anzeigen. Das arme Tier müsste längst wieder gemolken werden. Genau, wie milkt man die denn gut? Stör ihn nicht. Schlägt er auch mal? Nicht, wenn du ständig seine Konzentration störst. Aber wie kann ich denn seine Konzentration fördern? Das ist doch die wichtige Frage. Willst du mal was Tolles sehen? Ja. Hey. Stör ihn. Er muss schlägt nicht. Gut, die Buntglasscherben brauchen wir eh noch. Für die 4D-Brille. Und schlag. Hä? Hey, ach so. Igitt, was ist das? Meine Schleimhäute schwellen an. Anaphylaktischer Schock. Das ist meine Ziegenhaarallergie. Meine Augen brennen. Bravo! Du hast endlich etwas getroffen! Mein Komikzentrum! Das war ja leichter als gedacht. Eine Nasenbrille? Ich hab genug! Ich will nicht mehr! Auch das ist eine wichtige Lektion. Wer aufgibt, hat schon verloren. Ach, halt die Klappe! Dann lass mich doch jetzt die Ziege milken. Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack. Wie ich schon sagte, das ist eine Ziege. Was denkst du, wo das Meckern herkommt? Von meiner Frau natürlich. Die behauptet auch immer, meine Sportgeräte seien Tiere. Nonnen oder Nachbarskinder. Aber wie bitteschön sollten Ziegen zu uns in den Unterwasserpalast kommen? Da bin ich überfragt. Okay, mal angenommen, es ist bitte was? Keine Ziege. Dürfte ich dann mal kurz euren Trainingssack melken? Na klar. Bedien dich, aber sei vorsichtig. Manchmal beißen sie. Ach, na toll. Ach, da kommt der Käse direkt raus. Ist ja gar nicht Milch oder so. Gut, bisschen Haftcreme auf die Buntglasscherben. Da ist es wieder. Das angenehme Gefühl klebriger Glasscherben in den Manteltaschen. Und ab dafür auf die Brille. Und jetzt? Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. So ist es. Und jetzt, liebe Studenten, gut aufgepasst.
denn Onkel Rufus geht ans Werk. Wer kann mir beantworten, warum es eine gute Idee ist, Feta-Käse in den Tank zu füllen? Bestimmt haben sie eine 4D-Brille gebaut und erkannt, dass der Käse Tachyon imitiert, richtig? Falsch. Dann war es eine Fangfrage. Denn es ist in Wirklichkeit gar keine gute Idee. Richtige Antwort. Wer bestimmt... Recht. Wie? Moment. Okay, wollen wir das doch erstmal in der 4D-Sicht wer anschauen. Wer kann mir sagen, was das hier ist? Soll das etwa eine 4D-Brille sein? Es ist eine 4D-Brille. Ist das da buntes Fensterglas? Nicht anfassen. Das ist ein hochsensibles, wissenschaftliches... Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Ich sehe eine Art Ring. Das muss eine Stelle sein, an der die Dimensionsmembran zur Zwischenzeit besonders dünn ist. Nicht dünner als deine Herleitung, Nerdo. Hehe, genau, Hildi. Es ist inmitten der Maschine. Oh, gut. Dann müssen wir ja gar nichts mehr kalibrieren. Fortuna hat die Seiten gewechselt. Jetzt sind die Dummen vollends am Arsch. Was ich sagen wollte, ich habe so das Gefühl, das Spiel ist in dieser Phase, in dieser typischen Deponia-Phase, wo sie nicht mehr so richtig die Zeit fürs Rätseldesign hatten, denn jetzt ist doch alles recht straightforward gewesen bis jetzt. Man benutzt halt, was man benutzen kann und irgendwann funktioniert. In anderen Abschnitten muss man noch ein bisschen mehr rätseln und kombinieren. Das hatte ich bis jetzt bei allen Deponia-Teilen, dieses Gefühl. Naja. Aber warum ist das immer noch eine dumme Idee mit dem Feta-Käse? Wer kann mir beantworten, warum es eine gute Idee... Bestimmt haben sie... Und dazu gleich die Anschlussfrage. Welche Farbe haben Tachyonen? Sie meinen Pink. Dann ist es bewiesen. Feta-Käse imitiert Tachyonen. Wie jetzt? Jetzt funktioniert's? Ach so. Notiert euch das. Das war einfach. Hier ist die Raumzeit dünn genug, um ein Portal zu erzeugen. Jetzt muss ich es nur noch aufbekommen. Also drücken wir den großen roten Knopf. Da! Das Portal ist offen! Aber es ist viel zu klein. Vielleicht ist noch nicht genug Druck auf den Tachyondüsen. Mehr Druck? Kein Problem. Ich bin der Oberdruckerzeugemeister. Mist, da tut sich nichts. Daniel! Daniel! Schlimperdibix! Unter dem Teppich war ein weiteres Portalpotenzial versteckt. Was machen wir denn jetzt? Ja schon, aber ob das sicher ist? Ja, nichts probiert's. Kann nur verlieren. McChronicle! Die Tachyonen müssten sich im näheren Umfeld des Portals verteilt haben. Die Chance, dass sie ein Portal nach Kubak geöffnet haben, ist relativ hoch. Wie hoch ist hoch? Keine Ahnung. 1 zu 1000 vielleicht? Ist das gut? Relativ. Es ist die einzige Chance, die wir kriegen. Und dann eine mehr, als wir verdienen. Apropos, ich muss nur Kohl holen. Das heißt, der Sprung ins Ungewisse ohne garantierte Rückkehr muss warten? Nein, ich hole sie lieber sofort. Ob das mal funktioniert? Oh Gott. Cool. Wir haben es geschafft. Die Jungs und ich haben ein Zeitportal geöffnet. Bravo. Ach, sei doch nicht so. Ich hab doch gesagt, ich biege das wieder gerade. Und ich hab gesagt, verschwinde. Komm schon, Goal. Setz den Hut ab und... Hey, Finger weg. Ich verstehe ja deinen Standpunkt. Immerhin war dein Puppentheater mit den Schnabeltieren nicht gerade subtil. Puppentheater? Ach das! Ja, das war Absicht. Aber schau sie dir an. Sie sind beide gefangen, ohne jede Hoffnung. Ich werde nie aus meinem Hamsterrad entkommen. Moment, du denkst, du bist das Schnabeltier im Hamsterrad? Natürlich. Es ist ganz eindeutig das Weibchen. Schau hin, sie... Ich wusste es! Es gibt Hoffnung! Du hast recht. Es ist das Männchen. Wenigstens ist sie jetzt frei. Ja. Wow. Schau nur, wie sie sich freut. Die fängt sich schon wieder. Andererseits, man sollte Metaphern auch nicht überstrapazieren.
Ach so, das Männchen, das braune und das weiße Schnabel. Jetzt verstehe ich diese Analogie hier. Was ist denn hier runtergefallen? Was ist das? Hey, gib das her! Wann hast du das denn gemacht? Als du dich auf dem Jahrmarkt rumgetrieben hast. Na und? Oh. Und damit bist du durch den Lavomat gekommen? Irgendwer musste ja dafür sorgen, dass es weitergeht. Aber warum bist du denn überhaupt so wütend? Weil wir nicht zusammen auf dem Foto sind? Nein. Weil wir es sind. Die Momentaufnahme einer Illusion. Oder denkst du, wir werden das Bild am Ende des Tages in unser Fotoalbum kleben? Das alles hier muss doch letztlich wieder rückgängig gemacht werden, damit wir die Welt retten. Damit es keine Fuelocks auf Elysium gibt. So ist es doch, oder? Nein, ist es nicht. Dann sag mir eine Sache, die von unserem Abenteuer übrig bleiben wird. Wenn du das schaffst, komme ich gerne mit. Ha, easy. Am Ende ist es doch immer die eine Sache, die übrig bleibt. Da, schau hin. Der Kitsch. Die Hoffnung. Egal, lass uns los. Das schlechte Ende wird immer übrig bleiben. So ist es nämlich. Es wird auch hier kein Happy End geben. Davon gehe ich aus. Was ist denn jetzt los? Das sieht aus wie diese Zwischenzeit, die wir mit dem Timepod durchquert haben. Aber wo kommt die Stadt her? Und wo sind Goal und McChronicle? Die sind doch direkt vor mir durchs Portal gesprungen. Hey, du Fuelock! Verschwinde von meiner Veranda! Ah, ein Eingeborener. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? In meinem Rübenbeet! Moment, kenne ich dich nicht? Du bist doch Drüso, der Romantic Ninja. Bloß in alt und hässlich. Wie ist das nur möglich? Willst du dir hier um jeden Preis ein Loch in den Bauch fragen? Du meinst, ob ich dir ein Loch in den Bauch fragen will, oder? Nicht, wenn ich die Flinte richtig rumhalte. Oh. Das ist Drüsi und ohne ganzen Sachen. Ach, ich habe hier nichts mehr. Links, rechts und mit Drüsi reden. Ein Schritt näher. Und ich blaste dir die Rübe weg! Aber Drüso, ich bin's doch! Professor Rufus! Läutet denn da gar nichts? Professor Rufus? Ja genau! Das war doch der Typ, dem ich das alles hier zu verdanken habe! Jahrelang nur Schrottkrabben und Milben! Was ist mit dem? Ich, habe ihn getötet! Gut gemacht! Und jetzt verschwinde aus meinem Vorgarten! Ist ja schon gut! Gut, ich gehe! Da lang. So. Wo zum Schneider bin ich hier nur gelandet? Hast du dich verlaufen, Fremder? Dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage. Mein fotografischer Orientierungssinn sagt mir immer, wo ich bin, ob ich will oder nicht. Nur mit dem Wann hapert's in letzter Zeit. Wann spielt hier keine Rolle. Du bist in der Zwischenzeit. Ein Raum längsseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, schon klar. Ich wollte eigentlich verderblichem Essen sagen. Sowas wie eine Zukunft haben wir hier nicht. Gerüchteweise soll es irgendwann mal eine gegeben haben. Das Portalbauamt gräbt am Boden der Zwischenzeit danach. Aber wenn du mich fragst, ist das neumodischer Unsinn. Keine Zukunft. Vorhin sind hier zwei andere Neuankömmlinge vorbeigekommen. Die haben auch nach der Zukunft gefragt. Vielleicht Freunde von dir? Unmöglich. Die waren doch eben noch bei mir. Außerhalb vielleicht. Hier in der Zwischenzeit ticken die Uhren ein bisschen anders. Und sie haben auch ein paar Zeiger mehr, wie ich sehe. Tja. Willkommen in Paradox City. Mein Name ist Rocco McChronicle. Wenn du Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Rufus. Und ich hätte da tatsächlich ein paar. Rocco Mac, was zum Kuckuck? Der Sohn von McChronicle? Du bist Rocco McChronicle? Der Vater von Dekan Angus McChronicle Senior? Ach so, und somit der. Der Opa von unserem McChronicle? Du musst mich verwechseln. Ich habe keinen Sohn. Und wenn, dann würde der bestimmt kein Dekan werden. Immerhin leite ich hier einen Familienbetrieb. Vielleicht sollten wir gar nicht darüber reden. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass ich versehentlich McChronicles Geburt verhindere. Oh ja, wir sollten die Mutter finden. Wo zum Teufel bin ich hier? Du bist in Paradox City, der Stadt zwischen den Zeiten. Sind wir nicht immer alle zwischen den Zeiten? Bitte was? Na, Gegenwart und Zukunft. Ja, schon. Wobei, wir sind hier nicht so sehr zwischen der Zukunft. Die gibt es hier nicht. Was
bedeutet das? Es gibt hier keine Zukunft. Wie ich es sage, wenn du dich dafür interessierst, dann frag doch die Leute vom Portalbauamt. Die reden auch ständig von der Zukunft. Und sie versuchen, eine aus dem Schrott unterhalb der Stadt auszubuddeln. Die reinsten Spinner, wenn du mich fragst. Wir hatten hier nie eine Zukunft. Und wir sind bislang auch gut ohne ausgekommen. Wenn man mich fragt, fehlte hier irgendwie eine Szene, wo die drei, McConaughey, Goal und überhaupt alle anderen, die Studenten, auch in dieses Portal gehüpft sind. Okay, der Student nicht. Wahrscheinlich ist ja nur der Drüsi mit reingehüpft. Naja, das hätte ich noch gerne gesehen. Das hat irgendwie gefehlt. So plötzlicher, naja. Du hast meine Freunde gesehen? Eine sexy Braut, die von einem cleveren, gut aussehenden Typen begleitet wird? Kann nicht sein. Wir wurden getrennt. Naja, vorhin sind jedenfalls zwei Fremde hier vorbeigekommen. Sie haben die alte Einsiedlerin getroffen. Sah so aus, als ob sie sich kannten. Sie sind zu ihrer Farm aufgebrochen. Halte dich einfach beim Rathaus links und dann immer weiter hoch. Rathaus links, immer weiter hoch. Ja, aber das hat doch noch Zeit, oder? Ich muss dringend nach Kuwak. Da klingelt nix. Ist das außerhalb der Zwischenzeit? Natürlich. Dann fragst du besser die Typen vom Portalbauamt. Ja, die wissen alles, schon klar. Und wissen, wohin welches führt. Hey, das ist doch das Time Pod. Das da? Das steht hier bereits seit vor meiner Ankunft. Mein Vater wollte es reparieren und hat darum die Werkstatt gegründet. War scheinbar irgendwann nicht mehr so wichtig, wie alles hier. Das heißt, es war bestimmt McChronicle und der ist alt. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Na, wo links, rechts. Wie ist das? Links und dann immer geradeaus, oder? Hey, Zeitmaschinen. Ja. Nee, es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Nee. Es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Nein, gehen wir links. Ach, da bist du. Audi, Rufus. Du rätst nicht, wen ich in der Stadt getroffen habe. Mein Opa, ich weiß. Er hat mich nicht erkannt. Kein Wunder. Für ihn bist du noch gar nicht geboren. Das werde ich wohl auch nie. Schon kleinste Eingriffe verändern den Zeitstrang. Wahrscheinlich haben wir die Geburt meines Vaters bereits verhindert. Ach, Papalapap. Ich habe in letzter Zeit alles Mögliche gesehen. Ich habe sogar alles Unmögliche gesehen. Aber nichts, was auch nur die geringste Ähnlichkeit mit einem Zeitstrang hat. Das Ganze ist eher ein zerfusseltes, verknotetes, verzotteltes, vernuppeltes, verzwirrtes Zeitknäuel. Es ist okay, Rufus. Mir geht's gut. Ist es nicht unglaublich faszinierend hier? Naja, voll pittoresk, du. Aber wir müssen schleunigst weiter. Schon vergessen? Wo ist Goal? Im Farmhaus. Aber kein Grund zur Eile. Hier, in der Zwischenzeit. Ticken die Uhren anders. Ich bin im Bild. Noch lange kein Grund, den Fuß vom Gas zu nehmen. Eines von diesen Portalen muss nach Kuwak führen. Wir haben es ja vorhin selbst benutzt. Ja, es ist das da. Das da? Ich hatte eigentlich mit ein paar kniffligen Rätseln gerechnet. Aber umso besser. Warte hier, ich hole Goal und dann holen wir uns unsere Zukunft zurück. Wie, ist es so einfach? Na dann, wenn ich da mal... Ach, ich spiele schon mal voraus, nutze es hier halt. Ich muss noch Goal holen, dann geht es diesem unbekannten Zeitschleifenkurbler an den Kragen. Okay, wo ist das Problem? Sagt es mir. Da hat aber jemand mal ordentlich zugebuttert. Oh. Ja, dann ab ins Farmhaus. Hey, Goal! Keine Zeit zum Kaffee trinken. Es geht weiter. Wir... Moment mal. Habe ich richtig gezählt? Du bist Goal. Also auch Goal. Und du bist fast so scharfsinnig, wie ich dich zurückgelassen habe. Rufus. Weltretter. Zeitreisender. Selbstmörder. Du hast Po-Model vergessen, aber nicht so schlimm. Die Frage ist doch, wie kann das sein? Was tust du hier? Welche Goal bist du? Sie ist die Goal, die du aus der Zukunft gerettet hast. Und im Gegenzug hat sie mich und Mac auf Elysium sitzen lassen. Zeitmaschine geklaut und wusch, ab dafür. Ich hab halt nicht so ein Gespür für dramatische Abgänge wie du. Und weit gekommen bist du auch nicht. Ja, ich war vielleicht etwas vorschnell. Als ich in der Zwischenzeit ankam, gab es keine Zukunft mehr. Der Tunnel war einfach zu Ende und der Autopilot hat mich direkt darauf zugesteuert. Ich musste bruchlanden und war gestrandet. Für uns sind nur wenige Stunden vergangen.
Für sie war es ein ganzes Leben. Warum hast du nicht eins der ganzen Portale genommen? Die Portale öffneten sich erst viel später. Zunächst waren alle außer Reichweite. Dann begannen die ersten Deponianer, ihren Schrott in die Anomalie zu werfen. Auch die ersten Zeitreisenden kamen aus allen möglichen Vergangenheiten. Die meisten strandeten hier. Wie ich. Aus dem Schrott bauten wir Paradox City. Zunächst wollten wir die Portale erreichen, aber keines davon führte in die richtige Zeit. Spätestens als die ersten Kinder geboren wurden, wurde uns klar, dass wir uns ein neues Zuhause gebaut hatten. Aber jetzt bin ich ja da. Also kommen wir. Was war das? Ein Erdbeben? So eines gab es bislang nur ein einziges Mal. Damals, als die Portale aufgingen. Hier ist was los. Geht nicht weg. Ich schau mir das mal an. Bestimmt sind sie alle zu.